Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu der neuen Karte Wavering Eyes. Die ist halt erst vor ein paar Tagen in der Cross Souls Advanced Edition rausgekommen und hat halt auf der EM ziemlich viel Spiel gesehen, wurde in verschiedenen Decks gespielt und hat sogar ein neues Deck, eine neue Art von Clifford hervorgebracht, was für mich eigentlich sehr überraschend war. Und zwar, wie ihr hier unten sehen könnt, halt das Turbo Tower Deck, was halt nur auf Clifford Tower geht, beziehungsweise es gab dann auch noch eine aggressive Variante ohne Fallen, also zwei sehr aggressive Clifford Varianten im Vergleich zu der Stun Variante mit 1000 Fallen, die wir halt bisher kannten. Und das halt wegen Wavering Eyes. Also wie gesagt, die kam auch in der Cross Souls Advanced Edition. Zwar ist das eine Preview Karte zum nächsten Set, das im August rauskommen wird. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und da gab es halt zwei, eine Falle und eine Zauberkarte in der Cross-Souls Advanced Edition als Preview halt, und die kommen halt erst in dem nächsten Set eigentlich raus. Und eine davon ist halt Wavering Eyes. Die hat halt vier Effekte und es war halt auf jeden Fall klar, dass sie Potenzial hat, dass sie gut wird. Aber man dachte sich halt eher als Side-Deck-Karte gegen Clifford beziehungsweise dann später gegen Pendle-Decks, aber nicht, dass sie halt Clifford hilft und sogar vielleicht noch stärker wird. Also Schnellzauberkarte, wenn du sie aktivierst, musst du alle Panel-Skalen, also alle Panel-Monster in den Panel-Zonen zerstören. Und für jede zerstörte aktiviert sich halt einer dieser Effekte. Und diese Effekte addieren sich, das heißt, man kann 1, 2, 3 und 4 einsetzen und nicht nur einen von den 4. Also wenn du eine Panel-Zone zerstörst, erhält der Gegner 500 Schaden. Bei 2 kannst du halt einen Panel-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Bei 3 kannst du eine Karte auf dem Feld banishen. Und bei 4 kannst du dir nochmal Wavering Eyes vom Deck auf die Hand holen. Also wie gesagt, zum Beispiel bei 4 jetzt dürfte man Effekt 1 einsetzen, dann 2, dann 3 und dann 4. Also sehr starke Karte. Würde sich dann selber wieder suchen, eine Karte auf dem Feld banishen, ein Panel-Monster aus dem Deck suchen und dann noch 500 Schaden geben. Wobei Effekt 3 und 4 halt nur im Mirror-Match irgendwie geht. Also jetzt Clifford-Mirror-Match oder dann später Panel versus Panel-Deck. Und der überraschende Effekt ist halt bei 2, der zweite Effekt, der dem Clifford-Deck jetzt gepusht hat, also der Effekt, der das Deck jetzt aggressiver, schneller gemacht hat. Und zwar kann man jetzt tote Hände mit vielen Panel-Monstern verwerten. Und zwar einfach zwei in die Zone legen, dann Wavering Eyes aktivieren, die zwei zerstören und sich Clifford Scout auf die Hand holen. Scout ausspielen, Effekt und sich Monolith zum Beispiel holen und dann Monolith ausspielen. Dann kann man pendeln. Die zwei, die man zerstört hat, kann man Panel beschwören und dann zum Beispiel beide Tributen. Und dann darf man entweder nochmal 2 ziehen. Das macht das Deck halt wesentlich schneller, aggressiver. Davor hat es halt immer gedauert, bis die Monster in die Panel-Zone kommen, damit man die dann halt wieder mit Panel-Beschwörung beschwören kann. Und so kriegt man die ziemlich schnell, ziemlich leicht in die Panel-Zone. Und dann kann man dementsprechend auch leichter OTKs geben, beziehungsweise dann auch auf Tower gehen. Also auf jeden Fall sehr interessante Karte. Hat mich sehr überrascht, das neue Clifford-Deck auf der EM. Ich würde mir auf jeden Fall 3 Stück ranholen. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.